Ein Hallo und recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Fever. Ja, Folge Nummer 4, wenn mich jetzt glaube ich nicht alles täuscht. Ich lasse erstmal wieder weiterlaufen, dass wir natürlich auch wieder ein wenig Geld machen. Ja, wir sind hier bei unserer Güterlinie 5, die mir so gar nicht gefällt, weil die irgendwie nicht in die Puschen kommt. Was das Geld angeht. Da hatte ich nämlich jetzt gerade eben mal geschaut, aber irgendwie will die nicht so ganz. Also mal als Güterlinie 1, dann läuft auch nichts. Das ist das Problem. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich versuche das mal, wenn die Güter weg sind, einfach mal ein anderes Depot dahin zu setzen und dann behalten wir das mal im Auge. So, wir hatten gedacht, oder ich hatte gedacht, dass wir jetzt einmal, na hier läuft alles so peu à peu langsam an hier, oder? Ja, einer. Zwei. Zwei, weil der gerade null hat. Ja, komm, bupp, umdrehen. Haben wir einen Schluck auf hier. Heide Witzka. Heide Witzka, Heide Witzka. Okay, wir bleiben hier. 12 Leute warten da. Und da warten jetzt 17. Das läuft auf jeden Fall so langsam, aber sicher doch an. So, jetzt. Ich habe jetzt schon wieder ein, zwei Tage nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn jetzt schon? Für Züglein. Ja, okay, hat sich noch nicht wirklich viel geändert. Wir sind da jetzt auch noch nicht so weit, dass ich jetzt in Freuden ausspringen muss. Wir haben so und so viele Züge. Nein, wir versuchen jetzt mal in dieser Folge die nächste Stadt anzubinden. Jetzt will ich mal kurz schauen. Na, Geld haben wir schon natürlich ordentlich aufgenommen, ne? Aber es hilft ja nichts. Man muss ja was gemacht werden, ne? Okay, jetzt benden wir uns mal die Landnutzung ein. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir denn hier unsere Buslinien bauen. So, was ich auf jeden Fall anbieten würde, hier vorne auf jeden Fall, direkt nochmal rein. Und nochmal raus. So. Ja, es ist sehr verzweigt hier. Ich sagen, könnten wir hier jeden Fall noch mal halten auf dem Hinweg, den Teil mitnehmen, hier in der Mitte, ah, da kriegen wir wahrscheinlich nichts hin. Ja, dann nehme ich oben den Teil. So, was wird sich dann anbieten? Da oben rum vielleicht, schauen wir mal, ob das geht. Gut aus. So, ich lasse doch die Geschwindigkeit einfach mal ein bisschen schneller laufen hier, dass wir auch währenddessen ruhig ein bisschen zu Geld kommen. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. So, dann nehmen wir auf jeden Fall hier noch mit rein. Dann den Teil. So, wie geht's dann weiter? Da, da, da. Dann könnten wir einmal hier rein düsen. Könnten hier hinten nochmal hochdüsen. Dahin gehen. Dann hier hinten das Industrieviertel. Dann da die Ecke mitnehmen. Ja, und dann da würde ich sagen. Ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir da eine Linie gebastelt kriegen. Ist der Startpunkt. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Ja, mal schauen, wie fährt er rum. Ah, okay, er fährt oben rum, das ist gut. Da. Da. Da rein. Da rein. Dahin. Dahin. Und einmal dahin. Es ist eine
ziemlich bescheidene Linienfarbe. Wäre heller ein bisschen besser. Ah, guck mal, jetzt macht alles plus hier. Ist das super? Mega, oder? Mega gut. Okay. So, ihr kennt es natürlich. Straßenupdate. Oh oh. Ah, war nur Autosave. Alles gut. So, blenden wir die Linie nochmal ein. Wo haben wir sie? Linie 1 ist es momentan ja noch. Zack. So. Dann lasst uns mal die Straße updaten hier. Bin mal gespannt, ob ich die überall abgedatet kriege. Ah, okay, da geht's gerade nicht. Da geht's aber. Da. Da geht's auch nicht. Da auch nicht. Da aber. Okay. Ja, super. Perfekt. Okay, jetzt planen wir mal den Rückweg. Was wird da Sinn machen? Da die erste auf jeden Fall. Ja, hier reinzufahren. Einen kleinen Abstecher zu machen. Dann hier einen kleinen Abstecher. Da einen Abstecher rein. Da einen Abstecher rein. Dahin. Ja, hier oben auf jeden Fall. Ja, klar. Hier rein. Da rein. Da hinten rum macht es keinen Sinn zurückzufahren. Da könnten wir. Ja. Jo, was kommt man denn da? Da kommt man eigentlich direkt hier unten hin. Da. Und dann. Ja, dahin zurück. Mehr wird da jetzt momentan noch keinen Sinn machen, da irgendwas anderes zu basteln. So, achso, ich brauche eine neue Linie. Ah, okay, er setzt es auch richtig, das ist gut. So, wir fahren hier rein. Dann geht's da hoch. Dann geht's da rein, da runter, nach dahin rein, nach dahin rein, dahin, dahin, dahin. Und dann kommt lange Zeit nichts außer die Ecke. Und dann geht's wieder nach dahin rein. Okay, dann machen wir jetzt mal den Rest mal eben aus. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir auch hier vielleicht mal eine etwas andere Linienfarbe wählen. Ja, das ist schon besser, dass man das auch ein bisschen vernünftiger sieht hier. Okay, Update. So, das haben wir, das haben wir. Das geht nicht, das geht auch. Das geht nicht. Das haben wir alles. Das haben wir auch. Das geht nicht. Das geht. Das geht auch nicht. Das geht. Das geht nicht. Ah, geht alles nicht. Aber so ist das halt. Okay, jetzt lasse ich mal kurz einen Ticken langsamer laufen. Ganz entspannt. Ich habe jetzt keine Eile. Schon ein bisschen Geld gemacht. Okay. So, jetzt Linien benennen. Genau. So, wir haben jetzt hier Linie 5 und 6 ist das. So. Linie 5. Wo sind wir hier? In Dahn. Als nächstes Buslinie 6.
Linie 6 in Dan. Okay. So, jetzt möchte ich aber nichtsdestotrotz mal ganz kurz mit anderen Geschichten hier vorbei, wie es hier aussieht mit Leuten an Haltestellen. Ja, 3 und 4 sind da ganz gut belegt. 3 und 4 sind auch gut belegt. 3 und 4 sind auch gut belegt. Also es macht jetzt erstmal Sinn, hier auf jeden Fall nochmal einen Zug schon mal drauf zu setzen. Ein Zug. Ein Bus meine ich. Auf die Buslinie Nummer 3 auf jeden Fall. Und dann einen auf die Buslinie Nummer 4. Das macht auf jeden Fall Sinn. Okay, dann schauen wir mal hier hinten rein, wie es da aussieht. Da ist Buslinie 2 ganz hoch im Kurs. Dann setzen wir auf Buslinie 2 einfach auch noch mal eben schon mal einen drauf. Weil dadurch können wir natürlich auch die Kapazität erhöhen, was wir zum Bahnhof bringen und dann natürlich dort mitnehmen können. Ne? So ist das. Ich weiß nicht, wie sieht es hier momentan aus? 25. Ist jetzt nicht so überwältigend, sage ich jetzt mal. Ne? Man hat jetzt gerade mal so 15. Und hier war noch, ja, Buslinie 1. Sollten wir vielleicht auch einen draufsetzen. Da sind auch relativ viele dran warten. Zack, Buslinie Nummer 1. Dann machen wir das mal. Okay, so, 800.000 haben wir noch. Das ist schon mal ganz gut und recht ordentlich, aber wir müssen natürlich noch ein bisschen mehr Geld machen. Schau noch mal ganz kurz ein bisschen an den Gütern hier vorbei. So, wie viel hat er dabei jetzt? Er hat 2 dabei. So, jetzt schauen wir mal. Er hat auch 2 dabei. Auch 2 dabei. Einen dabei. Er hat 4 dabei, okay, das wird dann auch was dabei haben. Vielleicht irgendein, der hier nichts dabei hat. Ja, ja, komm, der. Er hat wieder 2 dabei. Er hat auch 2 dabei. So, die Produktion scheint ganz gut anzulaufen. Vielleicht setze ich da aber nochmal so später nochmal 1-2 drauf. Wir schauen aber nochmal ganz kurz in den anderen Güterlinien vorbei. Gerade hier Güterlinie 4 schauen wir mal. Achso, das ist ja die. Die meinte ich gar nicht mal. Die Güterlinie 5, die macht jetzt richtig gut Geld. Das sehe ich jetzt gerade. Das ist ja mal perfekt hier. Linie 1 aber nicht so gut dabei. Ja, die macht nämlich gerade miese, das heißt, wir sollten vielleicht die Güterlinie 1 noch mal einen draufsetzen. Vorausgesetzt, ich finde hier ein Depot. Irgendwo muss ich ja hier ein Depot haben. Da hinten. Ist das das einzige Depot, was ich hier habe? Ja, scheint so. Okay. Dann setzen wir auf die Güterlinie 1 noch mal eins drauf. Güterlinie 1 nach Garbsen. Zack. Braucht natürlich jetzt ein bisschen, bis sie sich in den Takt einschließen, aber gute 58 Sekunden Takt sollte machbar sein. Okay, auf geht's weiter zu unserer nächsten Stadt. Und zwar schauen wir mal, ob die Linien noch alle richtig sind hier. Aber nur sichtbare. Da sehen wir nämlich jetzt ein Problem. Das ist mir nämlich schon öfters mal aufgefallen, dass quasi hier vorne jetzt der Bereich nur durch eine Bushaltestelle läuft. Man kann das Ganze aufheben, indem man, glaube ich, die Gruppierung aufhebt. Wenn ich es jetzt aber wieder neu gruppieren würde, geht es auch wieder raus. Ne, jetzt bleibt es dran. Okay, müssen wir mal im Auge behalten auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo wir hier mal uns einen Zug
Zugdepot, ein Depot hinsetzen, dass wir auch vernünftig mit unseren Bussen arbeiten können hier. Vielleicht so hier schräg. Ja, vielleicht ganz cool, oder? Ja, komm, bauen wir mal dahin. Okay, nehmen wir erstmal die hier nur sichtbare. Dann lass uns mal schauen. Buslinie 5, 8 Minuten Takt. 4 Minuten Takt. 3 Minuten Takt. 119 Sekunden, das ist mir erstmal ausreichend für den Anfang. Aber auch den 8 Minuten Takt. 4 Minuten Takt. 3 Minuten. 122 Sekunden. Okay. Das ist mir erstmal, wie gesagt, auf jeden Fall erstmal völlig ausreichend, um damit arbeiten zu können. Das ist in Ordnung. Okay. Jetzt lass uns mal überlegen. Ganz kurz. Bäumchen im Weg hier. So. Wie viel warten hier jetzt? 21. Das ist eigentlich noch zu wenig. Ja, meiner bringt gerade 19 mit. So können wir natürlich kein Geld machen. Deswegen würde ich vielleicht überlegen, ob wir nicht nochmal schauen, ob wir irgendwo Gütertransport haben, den wir noch nicht angeschlossen haben, wo wir einfach noch ein bisschen Geld rausholen können. Das wäre vielleicht ganz gut, denke ich mal. Hier oben in dem Bereich würde sich anbieten. Nehmen wir auf jeden Fall direkt mit rein. Das machen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch. Hier haben wir die Big Truck Station. Ja. Obwohl, das ist noch zu modern, ne? Das geht natürlich noch nicht. Wir müssen bei den alten bleiben. Tut mir zwar furchtbar leid, aber... was muss, das muss. Muss ja auch ein bisschen realitätsnah sein. Okay, so. Und dann schauen wir jetzt mal hier unten in den schönen Wald. Wo wir denn die Industrie haben. Ja, guck mal, perfekt. Also besser kann man es doch gar nicht haben, oder? Kann ich es da direkt hinsetzen. So. Dann machen wir jetzt eine neue Linie. Und zwar beginnen... oh, warte mal. Mach mal zu. Da ist Güter, das heißt, ich muss da hinten beginnen. Füllen da die erste Haltestelle ein. Und gehen da in Haltestelle Nummer 2. So, jetzt muss ich aber mal kurz alle Linien reinmachen, weil ich glaube, ich habe nämlich schon eine Linie mit Holz. Ja. Genau. Na, komm, komm. Okay. So, das Ganze ist dann LKW. Die LKE. Holz. Ich holu. Holz. Linie 2. Mannheim. Anhar. Punkt fertig. Okay. Ja, da können wir das noch gucken. Sowieso nicht so oft drauf. Dann geht es die neue Linie. Da habe ich es geholt. Dann geht es da unten hin. Jetzt nach da. Und dann nach hier hin. Okay, so. Dann wären wir bei Güterlinie Nummer 6. LKW, Güterlinie 6. Schön. War. Okay.
Schön weit. Lass mal so. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein Depot. Geld haben wir momentan auch ein wenig, das ist ganz gut. So, das Depot werde ich mal irgendwo hierhin verschwinden lassen. Mal schauen, ob das irgendwo hier reinpasst. Ja, vielleicht nicht unbedingt da, hier wäre vielleicht ein bisschen besser. Okay. Gut. Dann Linie benutzen. Mach mal kurz wieder sichtbar. Brauchen ja auch einen Überblick darüber. Straßenfahrzeuge kaufen. So, wir brauchen jetzt erstmal hier Holz. Zack. Kaufen. Linie zuweisen. Holzlinie 2 Mannheim. Das geht gar nicht. Viel zu viel. Holzlinie 2. Holzlinie 2. Holzlinie 2. Holzlinie 2. Oh, das Geld schwindet, das Geld schwindet. Holzlinie 2. 3 Minuten Takt. Ich will auf 120 Sekunden kommen. Ja, den nehmen wir noch mit rein und dann ist gut. LKW Holzlinie Nummer 2. Okay, dann geht's auf Güter. Wir kaufen. Güterlinie Nummer 6. 20 Minuten. Ach du Scheiße. Wird Zeit, dass wir auf jeden Fall schnellere LKWs kriegen, weil das geht gar nicht. Hier sind ja Kosten ohne Ende. 7 Minuten. 5 Minuten. Immer noch 5 Minuten. Ey, der Wahnsinn, der Wahnsinn. So, 150 Fahrzeuge habe ich schon. 150 Sekunden lassen wir erstmal ausreichend sein. Okay. So, geben wir mal ein bisschen Gas. Ich kann das Ganze sich hier so ein bisschen verteilen. Ja, die brauchen natürlich jetzt erstmal eine Zeit, bis die hier sind, das ist natürlich ganz klar. Aber die vergrößern sich jetzt schon. Ja, die müssen jetzt erstmal da durcheiern. Ja, entsteht erstmal ein bisschen Verkehrschaos, also völlig normal. Lassen die jetzt erstmal so ein bisschen verteilen und dann gucken wir gleich mal nochmal so rein. Was da denn so passiert. Die Jungs könnten aber ruhig mal ein bisschen Gas geben. Ich hier schon auf Schnellstelle. Ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir noch mal ein bisschen mehr Geld machen, dass wir auch mal schuldenfrei werden. Ne? Das wäre natürlich mal von Vorteil, dass man auch mal nicht immer so ständig aufs Geld achten muss, wenn man irgendwas bauen möchte. Das ist ja so mal das Problem. So, wie viel warten da oben jetzt? Ja, 11 Stück. Guck mal, kriegen wir schon die ersten 3 schon mal voll. Die fahren jetzt Stoßstange an Stoßstange, ne? Hammer, oder? So, wie sieht's hier aus? Guck mal, da warten auch schon 11. Da drücken sich auch gleich schon. Wo fahrt ihr denn jetzt hin? Oh, dich habe ich auf Güterlinie 5 gesetzt. Ja, Kollege, dann bist du aber erstmal lang unterwegs, ne? Ich würde sagen, dann drehst du mal um und gehst auf die Güterlinie 6. Ich habe es mir vorhin schon irgendwie gedacht, ich sage, irgendwie ist da was verkehrt gelaufen, glaube ich. So, die erste Sache werden abgeholt. Zack. Zwei LKWs oh, yeah. Voll. Oh yeah! Geht weiter.
mal 4. Ja, der fährt erstmal leer. Wir lassen ihn erstmal ein wenig Auge. Nein, der ist es nicht. Ist der das? Auch nicht. Ist der das? Keine Ahnung, jetzt habe ich gerade den Überblick verloren. Scheiße. Lass mal kurz ein bisschen langsamer laufen. Er hat 4. Er hat auch 4. Hat doch einen anderen dabei, der nichts hat. Er hat einen. Er hat 0. So, machen wir mal. Bing. Mal umdrehen bitte. Er hat einen, er darf auch weiterfahren. Da warten jetzt 2. Wir lassen die beiden erstmal kurz passieren. Lassen noch ein wenig Abstand dazwischen. So. Nein, der ist es nicht. Ist der das? Nein, der ist auch nicht. Hilfe. Ich ist es. Hey, warum hat der denn jetzt einen dabei? Hatte? Anscheinend nicht. Naja, okay. Nehmen wir das Ganze so hin. So, jetzt habt ihr gerade schon gesehen, unsere ersten Fahrzeuge werden zu alt. Und zwar die Holzlinie 1. Ich gucke mal eben. Scheiße, das wird teuer. Wir gehen mal schnell hin zu der Linie. Ja, werden dann natürlich gezwungen sein, uns die Linie mal hier rauszusuchen. Und die Fahrzeuge mal zu erneuern. Werden wir nicht drumherum kommen, das ist leider so. So, die Güterlinie 1 ist auch mit dabei. Passt mir jetzt gerade so gar nicht in den Kram. Aber da kommen wir leider nicht drum rum, das ist leider nochmal so. Okay, bis dahin haben wir dann erstmal ein bisschen Ruhe. Müssen wir dann im Auge behalten, auf jeden Fall. Dass hier in aller Ruhe ausgetauscht werden. Gut, wir haben jetzt trotzdem mal Gott sei Dank ein wenig Geld gemacht. Und in der nächsten Folge werden wir natürlich mal schauen, dass wir da ein bisschen was mit Zügen machen. Dass wir natürlich auch nochmal einen zweiten Zug oder eine zweite Zuglinie bauen. Dass wir natürlich ein wenig vorankommen und natürlich auch noch ein wenig mehr Geld machen. Okay, so, ich sag bis dahin wieder vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.